Heute schauen wir uns das Setup der Challenge 2023 Aktien versus Optionen an. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Letzte Woche haben wir die Challenge 2023 eröffnet und wir wollen gucken, was performt besser, Aktien oder Optionen. Und heute werden wir ein bisschen konkreter und zwar am Beispiel von Tesla. Wir gehen ins Setup, wir gucken uns an, wie die Performance bis dato ist und ich zeige auch zwischendurch mal, wie du zum Beispiel den Covered Call oder auch den Purman's Covered Call in der Trader Workstation in unserer Plattform eröffnen kannst. Wenn dich das und mehr interessiert, dann bleib dran. Letzte Woche haben wir die Challenge 2023 Aktien versus Optionen eröffnet. Für all jene, die wissen möchten, was dahinter steckt, bitte ich, das Video von letzter Woche anzuschauen. Wir starten mit dem Risikohinweis. Ich bitte dich, das Video zu pausieren, dir den Risikohinweis von Anfang bis Ende durchzulesen. Und wenn du das getan hast, kannst du das Video natürlich gerne fortsetzen. Wir gehen jetzt nicht auf die einzelnen Punkte ein, aber ganz kurz, worum geht's? Wir wollen schauen, was bringt am meisten Performance. Das Direktinvestment via Aktien, Covered Call Writing, eine hybride Variante, wo wir Aktien und Optionen traden. Oder last but not least, die synthetische Alternative der Purman's Covered Call, wo wir nur mit Optionen ins Rennen gehen. Wir haben letzte Woche im Club schon die ersten Trades eröffnet und zwar auf Tesla. Ja, das heißt, wir sind reingegangen und zwar, wie ich es eben gesagt habe, mit diesen drei Strategien. Ich möchte noch mal kurz über das Entry und über den Close reden, also wann wir reingehen und wann wir rausgehen. Wir schauen uns den O4W Best Indikator für den Markt an. Dafür nehmen wir den S&P 500. Wenn der O4W Best Indikator eine grüne Kerze zeigt, ist der Markt auf jeden Fall eher long. Und das nächste ist natürlich, wir suchen uns Basiswerte aus, wo auch eine grüne Kerze im O4W Best Indikator angezeigt wird. Ja, wann schließen wir? Ja, wir gehen aus allen dreien raus, wenn der Markt sich in die bärische Richtung dreht. Das heißt, der O4W Best Indikator würde dann hier ein rotes Open zeigen. Beim Purman's Covered Call ist es noch ein bisschen differenziert, weil da wollen wir auch rausgehen, in Anführungszeichen, im Profit, wenn der Basiswert, also wenn jetzt beispielsweise Tesla den Strike des verkauften Calls erreicht, beziehungsweise wenn die Long-Call-Option des Purman's Covered Calls schon zwei Drittel der Laufzeit hinter sich hat, dann gehen wir auch raus, weil wir jetzt nicht zu sehr von dem Zeitwert benachteiligt werden, den wir ja als Käufer der Option haben. Aber ich gehe jetzt auch schon raus aus der Präsentation und ich zeige es jetzt auch mal konkret in der TradingView. TradingView ist unsere Online-Chart-Plattform, die wir nutzen, für die ich ja auch die Indikatoren programmiert habe bzw. programmiere. Und wir gucken uns das in Optionstrat an, ein super Tool für die Analyse. Und last but not least, was wir auch noch machen werden, wir gehen natürlich auch nochmal in die Trader Workstation und gucken uns auch an, wie man das umsetzen kann. Ich werde es nicht en Detail zeigen, aber ich werde es so zeigen, dass du es nachher auch selber umsetzen kannst. Ja, wir sind jetzt hier in der Trading View, also in der Online-Chart-Plattform. Und was sehen wir? Wir sehen den SPX, also der Index S&P 500. Das ist ja meine Referenz für den Markt. Und das habe ich ja eben gesagt. Wir gehen in diese Strategien nur dann, wenn wir eine grüne Kerze haben, also wenn wir ein in Anführungszeichen bullisches Umfeld haben. Das ist das Erste, was ich mache. Das Zweite, und das möchte ich jetzt hier auch an unserem Basiswert zeigen, das ist ja Tesla. Wir gehen nur rein, wenn die Kerze grün ist. Übrigens, hier unten seht ihr die Subindikatoren. Die werden auch nur den Clubmitgliedern zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn du den Indikator jetzt käuflich erwerben möchtest, die Indikatoren sind nicht inkludiert, weil der O4W Best Indikator vereint ja das alles. Das hier unten dient ja nur der Veranschaulichung. Back to Business. Wir gehen nur rein, wenn die Kerze grün ist. Die ist jetzt grün gewesen. Und deshalb sind wir auch am Donnerstag während unseres Clubtreffens um 19.50 Uhr in Tesla reingegangen und zwar mit den eben genannten drei Strategien. Die Eröffnung fand um 19.50 Uhr statt und da war der Kurs bei 194,83. Also das ist der Kurs, den wir
ungefähr da hatten, als wir long gingen. Und wir sind ja nicht nur long in Aktien gegangen, dass wir die Aktien kaufen. Das ist ja nur Schritt 1 von den dreien, die wir gehen. Also wir haben ja natürlich auch noch den Covered Call und den Poormans Covered Call eröffnet. Ich wechsle jetzt hier in die Options-Draht und ich möchte es hier nochmal zeigen. Man kann das auch schön hier speichern und das habe ich auch gemacht und dann hat man es auch gleichzeitig dokumentiert. Ja, man sieht dann auch die Entwicklung der Strategien und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Covered Call an. Also, der Covered Call, nochmal gesagt, das ist ein gedeckter Call, eine gedeckte Call-Strategie. Gedeckt, warum? Weil wir hier auch 100 Aktien long sind. Das heißt, wir haben hier auch die 100 Aktien zu 194,83 gekauft. Nur, dass wir hier noch eine verkaufte Call-Option haben. Und für die verkaufte Call-Option bekommen wir eine Prämie. Wir sind ja Stillhalter. Die Prämie hierfür lag bei 8,10, weil wir ja 100 Aktien in dieser Option haben, sind das $810 Prämie, die wir hiermit verdienen. Nochmal zu der Strategie, wie gehen wir jetzt beim Covered Call vor, weil wir müssen ja überlegen, wir haben ja unterschiedlichste Laufzeiten, also hier, all diese Laufzeiten könnten wir ja wählen. Wir haben uns jetzt für diese Strategie entschieden, also für diese Challenge, dass wir sagen, wir suchen als erstes eine Call-Option aus, wo der Strike-Preis, also der Ausübungspreis der verkauften Call, 5% oberhalb des aktuellen Kurses des Basiswertes liegt. Beispiel, der aktuelle Kurs des Basiswertes läge jetzt bei 100, dann würden wir den Ausübungspreis für diese Call-Option bei 105 wählen, sodass wir 5% Abstand zwischen dem Strike-Preis der verkauften Call-Option und dem Aktienkurs haben. Was bedeutet das jetzt sozusagen? Ja, es bedeutet also Folgendes. Jeder Punkt, den das Underlying positiv nach oben geht, profitieren wir mit maximal bis zu 5%. Das heißt, alles, was oberhalb der 5% ist, ist durch den Ausübungspreis begrenzt. Ja? Weil dann kommen wir in die Pflicht, ne, wenn der Käufer sein Recht ausübt, und dann müssen wir die 100 Aktien abgeben, und zwar zu den eben genannten 105, sodass wir dann 5% Profit durch die Entwicklung der Aktie machen. Also $500, 105 zu 100 sind 5, 5 mal 100 sind $500, die würden wir an Prämie. Und dann würden wir, nicht an Prämie, sondern an Gewinn partizipieren. Und dann würden wir noch die eben $810 hier verdienen, ja, also die $810, nämlich die würden uns auf jeden Fall dann noch dazukommen. Die kriegen wir von Anfang an. Ja. Das heißt, sobald ich diesen Trade mache, habe ich die $810 schon mal Cash. Das darf man nicht vergessen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist für den Covered Call, hier steht es, Laufzeit circa 14 Tage. Also wir wollen alle 14 Tage eine Option verkaufen. Und das ist natürlich der Charme an der ganzen Sache, dass, wenn jetzt beispielsweise die Aktie nicht die 105 erreicht, in dem Beispiel mit 100, 105, würden wir halt regelmäßig Call-Optionen verkaufen und regelmäßig die Prämie vereinnahmen. Also Laufzeit 14 Tage. Wir haben jetzt hier eine Laufzeit noch von 13 Tagen. Und dafür, wie gesagt, das waren die 5% zu dem Kurs, als ich diesen Trade eröffnet habe. Und das gäbe dann die $810. Und wenn wir jetzt die $810 gegen die ungefähren 195 rechnen, 195 mal 100, also 19.500, dann haben wir schon eine ordentliche Prämie für die 14 Tage. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Also die Prämie ist da natürlich ganz gut. Und wir können es hier auch nochmal zeigen. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal rein und mache jetzt die 5% Abstand hier kenntlich. Ja. Horizontale Linie, und dann gehe ich hier rein und mache das hier bei 205. Ich nehme mal hierfür eine andere Farbe. Ja, ich nehme mal hier eine andere Farbe für. Ja. So, das bedeutet ja, wir wollen jetzt auch das mal ganz genau machen. Ich mache das mal jetzt hier mit der Koordination, damit wir das hier auch ganz genau haben. Ja. 205. So. Das bedeutet ja jetzt hier,
Diesen Part, den nehmen wir an Profit durch die Entwicklung des Underlyings mit. Hierfür, für diese Short-Call-Option, also für diese Short-Call-Option, die wir hier haben, ne, SC Short-Call, oder ich mache es auch immer gerne minus C, dass wir da verkaufen, die Call-Option, kriegen wir aber auch noch die 810 Dollar Prämie. Ja, das heißt, unser Max-Profit wäre in dem Fall die 194,83 zu den 205 plus die 810 Dollar. Das heißt, wir hätten hier ungefähr 195 zu 205 sind 10, mal 100 sind 1000 plus 810. 1810 wäre der maximale Profit. Der maximale Verlust in dem Fall wären, ja, wenn das jetzt hier auf 0 sinken würde, ja, also gehen wir davon aus, hier unten ist 0, dann würden wir verlieren die 19.500 Dollar abzüglich der 810. Ja, also da wären wir halt auch besser als mit den Aktien. Wenn es jetzt aber zu einem Short Squeeze kommt und die Aktie steigt auf 300, dann, das müssen wir ganz klar sagen, haben wir Folgendes. Ja, wenn wir jetzt nicht rollen würden, also wenn wir die Option so ließen, wie sie ist, dann hätten wir nur diesen maximalen Profit, weil alles oberhalb des Ausübungspreises von 205 nehmen wir nicht mit. Ja, also da wäre natürlich das Direktinvestment besser. Wir wollen es jetzt aber vergleichen und deshalb machen wir das jetzt erstmal hier bei Tesla und wir machen das natürlich auch noch bei weiteren Underlyings, ja, dass das halt mal ein Vergleich wäre. Das ist jetzt hier der Strikepreis der verkauften Call-Option unseres Covered Calls. Jetzt haben wir aber mal hier und wir sehen, was haben wir hier für eine Entwicklung bis dato. Wir sind negativ. Negativ deshalb, weil der Aktienkurs, der ist runtergegangen. Ja, das heißt, wir haben hier ungefähr 5 Dollar verloren. Das sind 500 Dollar. Ja, abzüglich den Profit, den der Short Call bis jetzt gemacht hat. Und das gucken wir uns mal an. Ich remove hier die Aktien und jetzt sehe ich es. 235,46, das ist der Profit, den der verkaufte Call isoliert gemacht hat. Und deshalb sind wir jetzt natürlich besser als, ja, das möchte ich nochmal sagen, als das Direktinvestment. Ja. Deshalb sind wir jetzt besser als das Direktinvestment bisher. Ja. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir uns mal angucken, wie das Direktinvestment bis dato ist, dann können wir auch das hier wegnehmen, dann removen wir den Call und da sehen wir 491, also um die 500 Dollar haben wir Verlust gemacht. Das heißt, bis dato sieht es so aus, dass wir auf jeden Fall mit dem Covered Call besser performen als mit dem Direktinvestment. Und warum? Ja, weil die Aktie sich nach unten entwickelt hat und die verkaufte Call-Option uns natürlich einen gewissen Hedge gibt. Und zwar bis 810 Dollar, weil 810 Dollar, das ist ja der Profit bzw. die Prämie, die wir durch die verkaufte Call-Option bekommen haben. Jetzt haben wir aber noch was weiteres. Da gehe ich jetzt hier auch noch mal rein in die Options-Strat. Wir haben ja noch unseren Purmans Covered Call. Ja, was war nochmal der Purmans Covered Call? Den Purmans Covered Call haben wir gesagt, das ist ja sozusagen die synthetische Alternative zum Covered Call. Und was wird gemacht? Die Aktien, die wir 100 long waren, die ersetzen wir durch die gekaufte Call-Option. Und jetzt sehen wir eins, hier unten einen Strike-Preis, der weit unten ist. Und wir haben hier eine unterschiedliche Laufzeit zu der verkauften Call-Option und das gucken wir uns jetzt an. Die verkaufte Call-Option, die kennen wir noch beim Covered Call. Setup vollends das gleiche und wir wechseln jetzt nochmal in die Präsentation. Und hier sehen wir es, der Purmans Covered Call, hier Strike plus 5% gegenüber Basiswert, 14 Tage Laufzeit, ist genau das gleiche wie beim Covered Call. Wir haben jetzt aber noch eine weitere Option, ne? Das ist ja das Substitut für die Aktien, das ist die Long Call Option. Und die Long Call Option, die suchen wir uns nicht über den Strike, sondern über das Delta. Und hier ist ein Fehler, ja, den korrigieren wir direkt, ja, 180 sollte es sein. Und hier ist auf jeden Fall die Wahl übers Delta und eine Laufzeit von 180 Tagen. Ja, das heißt, hier gucken wir uns das nochmal an. Wir konzentrieren uns ja jetzt auf die Long Call. Wir sehen hier, ja,
sehen wir die Laufzeit, das sind jetzt 167 Tage, also 180 wirst du nicht immer finden, so ungefähr soll es aber sein. Und hier, wenn du draufklickst, kannst du dir auch das Delta anschauen. Und hier sehen wir, hier sind wir ungefähr bei 0,9, also bei 90% Delta. Das ist doch ganz fein. Und warum haben wir uns das gewählt? Weil wir auch nicht viel durch die Zeitwertverfall, durch den Zeitwertverfall verlieren wollen. Also das Theta, das müssen wir uns schon angucken. Also summa summarum, der verkaufte Call 1:1 gleich mit dem vom Covered Call. Circa 14 Tage Laufzeit, 5% soll der Strikepreis oberhalb des aktuellen Kurses bei der Eröffnung zum aktuellen, Entschuldigung, 5% Abstand soll der Strikepreis zum Kurs des Underlyings bei der Eröffnung haben. Und was uns unterscheidet, ist der Long Call. Der Long Call, das Substitut für die 100 Aktien, das soll circa bei Delta 90 liegen und eine Laufzeit bei ungefähr 180 Tagen. Das ist das Setup für den Poor Man's Covered Call. Das heißt, wir haben, wenn wir hier nochmal zurückgehen, die verkaufte Call-Option ist 1:1. Und was wir hier noch haben, ist dann eine länger laufende gekaufte Call-Option bei ungefähr 120. Und das ist das, was uns dann den Poor Man's Covered Call gibt. Ja, da haben wir zwei Optionen. Also Strategie 1, nur Aktien. Strategie 2, Aktien plus eine verkaufte Call-Option. Strategie 3, nur Option, sprich verkaufte Call-Option, kürzer laufend plus langlaufende Option, langlaufende Option aufs Call noch dazu. Ja, also ganz, ganz wichtig. Das ist das, was wir hier machen. Und wir gucken uns jetzt mal an. Wir sehen hier das Ergebnis vom Covered Call. Hier sind wir vom Poor Man's Covered Call. Hier sind wir bei minus 179. Ja, wenn wir hier nochmal uns den anderen angucken, können wir auch hier direkt sehen. Hier sehen wir, dass wir in Anführungszeichen besser sind, 256, als beim Covered Call. Das heißt, der Poor Man's Covered Call, hier Diagonal Call Spread, der hat sich besser entwickelt als der Covered Call. Aber das liegt natürlich daran, dass die gekaufte Call-Option einfach günstiger ist als die 100 Aktien. Ja? Und wir müssen uns das mal angucken, weil wir sehen ja hier auch, prozentual gesehen, vom Einsatz ist das natürlich größer, weil, wie gesagt, die langlaufende Call-Option ist einfach günstiger als die 100 Aktien. Aber summa summarum kann man sagen, zurzeit aktuell hätte man wenig Performance gemacht, wenn man direkt investiert wäre oder nur direkt investiert wäre mit 100 Aktien, weil der Aktienkurs von Kaufpreis ca. 195 auf jetzt ca. 190 gefallen ist. Das sind die $500. Das hat man beim Covered Call kompensieren können mit der verkauften Call-Option. Ja, das heißt, da hat die verkaufte Call-Option auch in Anführungszeichen ihre Wirkung gezeigt. Und ähnlich ist es beim Poor Man's Covered Call. Da hat auch die verkaufte Call-Option ihre Wirkung gezeigt. Und die gekaufte Call-Option, die hat natürlich auch gelitten, weil sie ja sozusagen 90% den Aktien entspricht wegen des Delta 90. Hier haben wir jetzt gesehen, wir haben drei Strategien eröffnet. Wir haben diese drei Setups jetzt hier auch gezeigt. Wir haben gezeigt, wann wir rein, wann wir rausgehen. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie es die nächsten Tage wird. Und das halten wir dann auch aufrecht und kommunizieren das natürlich auch weitergehend. Was wir machen wollen, ist jede Woche ein Underlying. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte das mal bei dem und dem Underlying gerne testen, dann schreib mich an, mail@optionsforwinners.de oder schreib es unten in die Kommentare. Jetzt wollte ich aber noch mal zeigen, wie man es in der TWS eröffnet. Ja, da gehen wir jetzt in die TWS. Das ist übrigens FX Flat. Ja, das ist der Broker meines Vertrauens. Also die Jungs finde ich richtig klasse. Übrigens zwei Monate freie Clubmitgliedschaft, wenn man über FX Flat ein Konto eröffnet. Erstens, und wenn man schon im Club ist und dann auch bei FX Flat einmacht, gilt natürlich das Gleiche, kriegst du natürlich auch zwei weitere Monate. Das will ich nur mal kurz hier am Rande sagen. Also das kriegst du dann hier auch. Die Trader Workstation, dieses Tool, das ist die Plattform, wo wir auch unsere Trades eröffnen. Und das, was wir jetzt zunächst am Anfang mal machen, ist der Covered Call. Und der Poor Man's Covered Call, die 100 Aktien, die sind ja einfach zu kaufen. Ja, fangen wir einfach mal an.
Hier sind auch die 12 Tage, die Laufzeit, die wir hier haben. Also wir haben hier unterschiedlichste Laufzeiten. Wir sind hier auf 17. Februar gegangen. Und das Erste, was wir machen, wir gehen hier auf den Strategy Builder und wir fügen jetzt auch Aktien hinzu. Also Aktien hinzufügen, ja, dann wird der Kauf der Aktien gemacht. Also heute ist Sonntag, ja, deshalb ist hier ist auch geschlossen. Und der nächste Schritt, der ist ja ganz einfach, das haben wir ja gesagt, bei 205 die Call-Option verkaufen. Dann klickst du hier auf Sell Call und dann hast du schon den Covered Call. Ja, das ist einfach. Jetzt haben wir gesagt, beim Poormans Covered Call ist es ja ähnlich, nur dass wir keine Aktien kaufen, sondern dass wir eine Call-Option kaufen und die länger laufen. Und da gucken wir uns das mal an. Wir wählen hier die 170 Tage, 180 Tage, das sind jetzt natürlich ein paar Tage weniger, und haben gesagt, wir gehen hier ungefähr bei Delta 90. Ich bin bei 120 reingegangen und hier gehe ich dann auf Kaufen der Call-Option. Ja, und das ist dann hier für dich der Poormans Covered Call. Und das nächste, was man macht, man sucht sich dann einen Kurs raus, geht dann auf Übermitteln und setzt den Trade um. Ja, das ist jetzt die technische Umsetzung in der TWS. So, das war's für heute, aber die Challenge geht weiter. Wir haben das Jahr 2023 ja noch in fast voller Gänze vor uns. Es wird spannend, deshalb hoffe ich, dass du auch weiter mit dabei bleibst. Letzte Woche haben wir die Rahmenbedingungen für die Challenge 2023 Aktien versus Optionen gezeigt. Heute habe ich dir das Setup am Beispiel von Tesla vorgestellt, den Trade, den wir letzte Woche in unserem Clubtreffen auch gemeinsam eröffnet haben. Wenn du weiter dabei bleiben willst, unten ein Link, da kannst du dich anmelden und da wirst du auch regelmäßig über den Status Quo der Challenge 2023 informiert. Wenn du weiterhin sagst, ich bin am Optionshandel interessiert und ich möchte mich doch ein wenig weiterentwickeln, dann kannst du natürlich gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir vereinbaren. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen schönen Sonntag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades, bye bye.